Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein besonderes Special und zwar, ich habe mir ein neues Auto gekauft, beziehungsweise ich werde mir heute ein neues Auto kaufen. Wer weiß, was das für eine Karre ist? Ein BMW M4 Competition. Natürlich kaufe ich mir den nicht, der gehört einem Kollegen. Aber wir wollten einfach mal ein paar Aufnahmen machen mit der Karre, weil die ist halt einfach ultra geil. Ja, Bilal, deine Karre erstmal Props, richtig fettes Auto. Danke dir, André. Ja, erzähl mal ein bisschen was dazu. Wie kommt man zu so einem Auto? Was kann der so? Gut, also wie ihr sicher mitbekommen habt, André ist heute bei uns in der Firma Wheelforce. Wir produzieren Räder, exklusive Räder für Sportfahrzeuge. Und wie André natürlich einen geilen Körper hat für die Sportbranche, habe ich eine geile Karre für die Autobranche. Das gehört halt dazu. Das ist halt unser Image, das ist unser Brand, das ist unsere Marke, unser Erscheinungsbild. Deswegen haben wir den natürlich exklusiv umgebaut. Unsere eigenen Schmiederäder sind drauf, Leistung ist gemacht, Olivfolie tiefer gelegt, ganz viele Carbonteile, also ganz speziell umgebaut. Schon so ein Eyecatcher, ne? Also ich denke mal, wenn du draußen auf der Straße fährst, dann bist du schon so ein Blickmagnet, oder? Auf jeden Fall, also man fällt halt schon auf. Man wird halt auch immer gerne mal angesprochen oder mal irgendwie nach einem Bild gefragt, ob man mal daneben stehen kann. Das Auto wird halt auch gerne mal irgendwie eingeladen auf Messen, auf Ausstellungen, ist schon ziemlich cool. Also wer auf fette Karren steht, gibt dem Video erstmal direkt einen Daumen nach oben, weil die Karre ist wirklich richtig fett. Ich glaube, 90% draußen der Männer würden natürlich so eine Karre feiern und ich glaube, das ist auch ein Traum von vielen, so ein Auto mal zu fahren zu dürfen oder allgemein so ein Auto auch eventuell sogar zu besitzen. Also ich bin ein großer Autofan, ich bin ja gelernter Kfz-Mechatroniker, ich weiß gar nicht, ob das so alle Follower von mir wissen. Ich feiere natürlich auch dicke Karren. M4 Competition ist halt eine richtig fette Karre. Hau mal ein paar technische Details raus. Hat er so an Power? Ja, das ist ein 2017er Modell, also das ist der F82 M4 Coupé Competition Paket, also schon mal von Haus aus ein bisschen schneller als der serienmäßige. Dann haben wir natürlich die Abgasanlage komplett verändert, dann haben wir natürlich ein Fahrwerk reingebaut, das KW-DDC richtig tief, dann haben wir natürlich eine kleine Kennfeldoptimierung reingeknallt. Wir sind so bei 540 Pferde ungefähr, um die 800 Newtonmeter, also reicht, um von uns nach zur Eisdiele zu kommen, hin und zurück. Von A nach B? Ja, von A nach B reicht, um die Brötchen zu holen, richtig, dafür ist es genug, ne? Aber im Großen und Ganzen natürlich klar, ist ein Autobahnkeller. Ne? Also damit mal irgendwie hier von Ampelstart zu fahren, ist natürlich Quatsch. Das Ding braucht Autobahn. Ja. Brauchst natürlich schon ziemlich schnell unterwegs sein, macht dann natürlich schon Spaß. Dann brauchst du mal eine kleine Gerne. Runde oder was? Gerne. Finde ich schon. Also Bilal, erzähl mal, soweit ich richtig verstanden habe, sind das deine eigenen Felgen, also du entwickelst Felgen, du stellst Felgen her. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen? Also es war halt schon von Anfang an so ein Hobby von mir, also neben dem Studium, Ingenieurwesen, Maschinenbau, habe ich halt viele Basics gelernt, sage ich mal, für die Entwicklung und Zeichnung, technische Zeichnung von Produkten. Und ja, es war halt so schon immer mein Hobby mit Autos, also seit klein auf. Quasi familiär aufgewachsen, dass wir immer was mit Autos zu tun hatten und so weiter. Von deinem Papa, ne? Genau, damals, er hat halt mit Autos gehandelt so, und dann war ich halt mit 15, 16 so immer so dieser kleine Autoschieberjob, immer ein bisschen was auf dem Hof machen und so weiter. Und da stand schon für mich fest, natürlich irgendwas mit Autos zu machen. Und irgendwann ist mein Vater natürlich älter geworden und konnte das halt noch nicht mehr so machen. Und ich habe dann natürlich angefangen, mich dafür zu interessieren, habe mich dann im Endeffekt selbstständig gemacht mit kleinen Autoteilen. Erstmal natürlich started from the bottom, so von einem kleinen Minibüro, sage ich mal, angefangen, kleine Autoteile zu verkaufen. Und schlussendlich halt eben mich dann für Felgen entschieden, Felgen spezialisiert und natürlich erstmal Mehrmarken vertrieben, eine Zeit lang, große Lieferanten hochgezogen. Und jetzt mittlerweile eben durch das technische Know-how angefangen, selber Felgen zu entwickeln, zu designen und dann in unserer Produktion fernproduzieren zu lassen. Warum hast du dich denn für Felgen entschieden? Felgen sind so das Schmuckstück des Fahrzeugs. Du kaufst dir halt ein Auto, sind da natürlich scheiß Felgen drauf, sieht das Auto natürlich nicht geil aus. Und es ist halt natürlich, ich sag mal, ein kleiner Input zum Listenpreis, aber dann natürlich ein maximaler Output. Für mich ist es halt natürlich Schmuckstück, genau wie wenn du ein schönes Outfit anhast und du läufst mit Schuhen rum, die natürlich nicht dazu passen, sieht das ganze Konzept natürlich nicht schön aus. Also geile Schuhe,
können halt dein Outfit richtig aufpeppen. Genau. Ja, ist so, wenn du eine geile Karre hast, müssen geile Felgen drauf. Und selbst wenn man nicht so eine geile Karre hat, wenn man dann aber geile Felgen drauf hat, dann wirkt die Karre wieder ganz anders. Es geht halt nicht darum, wie teuer dein Auto ist, es geht im Endeffekt darum, was du aus dem Auto machen kannst. Es geht nicht darum, wirklich eine geile Karre zu besitzen, viel Geld zu haben. Es geht darum, wirklich auch aus einem alten Auto was Schönes zu machen. Unsere Räder zum Beispiel sind ja spezialisiert auf die deutschen Premium-Fahrzeuge. Ja. Es gibt viele andere Felgenhersteller, die halt eben auch für günstigere Fahrzeuge produzieren. Es ist halt wirklich wie beim Fitness. Es ist halt das, was du draus machst und deswegen, es ist halt eine Leidenschaft. Ja. Wir veranstalten noch immer Treffen hier bei uns in der Base. Es sind immer super viele Leute da. Ja. Es ist ein Lifestyle, es macht Spaß, man kommt mit den Leuten gut zurecht. Wir sind ein junges Team, wir haben da Bock drauf, wir feiern das Ganze halt. Also es ist halt bei uns eine lockere Atmosphäre, wie du siehst mit dem André. Bin ich schon jahrelang gut befreundet, wir treffen uns, haben uns gestern mal spontan im Fitnessstudio getroffen und er hat halt meine Karre gesehen und er hat halt direkt Bock gehabt, so irgendwie was zu machen. Ich sag, komm André, muss mal hier zum nach Hause nach rein. Also nur wegen der Karre wollte ich was mit dem. Richtig, er ist sehr materialistisch, er hängt halt nur mit Leuten, ob er das nutzen darf. Spaß beiseite. Wir kennen uns schon sehr lange, wir kennen uns 10 Jahre oder so, jetzt schon seit 2009. Sind wir uns auch tatsächlich das erste Mal im Fitnessstudio gegeneinander, wir kennen uns beide noch. Er hat durchgezogen, ich habe mich fallen gelassen, das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber... Dafür hast du was anderes durchgezogen. Richtig, Ja, cool. Ich würde sagen, ja, vielen Dank auf jeden Fall. Sehr sympathisch. Wirklich sympathisches Unternehmen, jung, brutal, gut aussehend. Nee, cool, auf jeden Fall. Jetzt musst du nochmal den Bizeps flexen in der Felge. Falsches Shirt. Ah.